Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Platinia 93 Trophy. Im letzten Teil den Arena-Kampf gegen Lamina gestartet. Leider ist es nichts geworden. Aber jetzt, wie ihr jetzt seht, habe ich meine Pokémon ein bisschen trainiert, damit sie sozusagen mit ihren Pokémon mithalten konnten. Und ich habe mir sogar ein paar Pokémon gefangen. Darunter ein Roselia, was ich Lancelot genannt habe. Nach dem natürlich hier mit den giftigen Dornen auf dem Kopf oder im Körper hier dem Ritter nachempfunden. Und ich denke, es lohnt sich, wenn ich mir auch ein Pflanzen-Pokémon in das Team hier integriere, weil eine zukünftige Arena hat ja ein Wasser-Pokémon. Da will ich einmal mit Sonnyflare dann einen Vorteil haben und dann auch noch mit Lancelot. Und ich habe mir noch ein anderes Pokémon gefangen, wo ich eine bestimmte Entwicklung hervorrufen möchte. Ich verrate erstmal noch nichts, sondern warte, bis ich den richtigen Punkt im Spiel erreicht habe, um es dann zu offenbaren. Ja, so hier, der kleine Drückgebärde hier, ja, geheimnische überall. So, und da sind wir schon. Okay, sie fängt, was? Mit welchem Pokémon fängt sie an? Mal sehen. Mit welchem soll ich anfangen? Also KitKat und Sonnyflare würde ich am besten gegen Traumagnet einsetzen. Mit Sonnyflare mit seiner Bissattacke. KitKat, weil es ja gegenüber Geisterattacken immun ist. Dann beginne ich wirklich mit Son Goku. Okay. So, dreh dich. Oh, da bist du. Da bist du ja schon wieder. Oh, hast noch nicht genug von meinen eleganten Pokémon? Na, zum Glück funktioniert es jetzt auch wieder mit den Frames. Also letztes Mal, da war ja wirklich hier der Geist dabei. So, ein schönes Kleid. Ach genau, Zwirrlicht. Oh, Zwirrlicht mit einem flammenden Auge. Mal sehen, ob du diese Flamme aushalten kannst. Dreh. So. Brr, 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 brr. Hot Wheels. Yes, ich hoffe, du stehst drauf. Babum, badabim, badabum. Ach, sehr. Auch eine Psycho-Attacke, die aber zeitversetzt angreift. Das stimmt ja, ich habe Son Goku, habe ich Flinklaue gegeben, im Falle, dass, wenn ich es gegen Traunmagen einsetze, wenn ich ihn einsetze, es auch mal schneller angreifen kann, weil Traunmagen ist sowas von schnell. Okay, Apollo. Mal sehen, wie nehme ich mich am besten? Da der sehr attackieren wird, sollte ich am besten mit Chargon ihn erstmal mit ein bisschen Drachenblut hier einheizen, ein bisschen vorschwächen und dann mit vielleicht mit Sonnyflare den Rest geben. Drachenblut, so. Ah, komm bitte. Ich drücke nix. Komm schon. Komm schon, Chargon. Zeig ihm deinen feurigen Atem. Komm schon. Tu es. Do it. Yes, do it. Komm schon. Ach, oh, Mann. Och, nö. Und wurde von sehr getroffen. Oh. Das hat jetzt aber doch nicht so viel gemacht. Oh, Dunkelklaue, das möchte ich Son Goku unbedingt beibringen. Ich finde, das ist so eine coole Attacke. Viele Geisterattacken sind nämlich eher Spezialattacken, aber Dunkelklaue ist, glaube ich, eine der wenigen direkten Geisterattacken. Und das ist einfach nur... Alter. Echt, dass ich mir ein Kaumalat gefangen habe, hat mir... Das ist sowas von hilfreich. Sowas von hilfreich. Mit seiner Drachenwut. So, na. Schau mal, ein kleiner Sturmtiger, stimmt, ein paar neue Tanken hat er auch gelernt. Ah, wieso? Na gut, er ist ein Geist, ein gashaltiges Wesen, ein gasähnliches Wesen. Da ist er wahrscheinlich schneller als du, der. Als mein Steckdosentiger. Komm schon. Genau. Eigentlich beißt er ins Leere, aber dennoch trifft's. Wie ist es zu erklären, dass Unlichtattacken Geister treffen? Wahrscheinlich irgendwie so, man erkennt Geister unter ultraviolettem Licht. Oder nee, das war was anderes. Traunmagie. Pokémon wechseln. So. Mal sehen. Lass mich gerade mal was schauen. Eventuell bei Berührung. Hm. Oh. Egesamen. Das... Auch wenn das Pokémon, was Egesamen eingesetzt hat, besiegt wird, solange das Pokémon, auf das Egesamen eingesetzt wurde, im Kampf bleibt, bekommen meine Pokémon KP zurück. Das heißt, wenn ich einmal mit Egesamen treffen kann, würde es erst immer wieder heilen. Aber blöd ist, Lancelot ist ein Gift-Pflanzenpokémon. Das heißt, sie strahlen es auch sehr effektiv. Ach komm, halt aus. Ich weiß, du kannst es. Wobei der Level ein bisschen runter ist. Oh, komm schon.
Ah yes, ja, danke schön. Meine Strategie, sie geht auf. Jetzt habe ich genau so ein Grinsen drauf wie Drauen Magie. Oh, ich hätte vielleicht paralysieren sollen, aber nee, die Attacke tut es nicht aushalten. Leider nein. Okay. Jetzt zunächst mal mit Kit Kat ein bisschen einschüchtern. Hier, siehst du diese toll auf meinem Kopf? Pass auf, oder ich stech dir ein Auge aus. Oder mit dem Schnabel. Oder mit den Flügeln. Ich tue mich mit ein paar Federn hier wach und wusch, 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 wusch. Wenn ich so sage, klingt Flügelschlag nicht mal so einschüchternd. Obwohl Kit Kat an sich ja nicht so einschüchternd ist. Ah. Oh, gib mir den süßen Lebenssaft. Ihr Gesang ist schon praktisch. Oh, ich darf nicht vergessen, sie heilt dran, Magil ja auch ab einem gewissen Punkt mit dem Supertrank. Aber hey, ich mit meinen Egersamen und welchem Pokémon habe ich sie Gesang gegeben? Ich glaube, das war Soniflare. Habe ich gute Chancen, das hier zu überstehen. Es ist ihr letztes Pokémon, komm schon. Ich krieg das hin. Nicht aufgeben, nicht kapitulieren. Katapult, wusch, Katapult. Ah, da setzt sie ihren Supertrank an. Okay, aber das heilt sie nicht von Igesam. Das werdet ihr gleich sehen. Ja. Ich glaube, nach der Regel hat sie jetzt ihren, ja, eines Heil-Item verspielt. Das heißt, sie wird der Pokémon nicht nochmal heilen. Aber ja, das wird was. Ich spüre schon den dritten Ohren in meiner Tasche klimpern. Okay. So, Soniflare. Jetzt streng dich an. Beiß dir die Kehle durch. Obwohl, ich schon Geist. Ach, es ist immer noch schneller? Ach bitte, wie schnell ist denn dieses Putztuch? Hä, was hier so ein bisschen in der Farbe gefallen ist und ausgequetscht wurde, hä? Ist verwirrt. Jetzt greif bloß an, ich warne dich. Yo. Aber Jägersam gibt mir gleich mal wieder ein paar KP zurück. Und ich glaube, sie gesagt auch. Ach nee, das aktiviert sich ja nur, wenn es Schaden macht. Auch du mit deinem Spukball. Lass mal deine Bälle woanders spuken. Alter, wie viel Schaden das macht. Komm schon, ein Biss zumindest. Willst du mich jetzt? Wenn ich jetzt deshalb drauf gehe. Bin ich sauer. Da wäre ich sauer. Ich habe einen Beleber, aber den möchte ich auf Nummer sicher gehen. Okay, Son Goku ist mein stärkstes Pokémon. Flammenrad, komm schon. Zumindest setzt es dich Psy-Strahl ein. Ja. Komm schon. Bitte, Son Goku, durch für mich. Ich glaube an dich. Du bist doch mein Champion. Komm schon. Ah, lecker mir. Okay, es scheidet immer weiter. Ich glaube, das Egesam könnte mir wirklich den Sieg bringen. Ja genau, Flinkklau, und bitte sei jetzt nicht verwirrt. Oh, komm schon. Triff. Nein. Das könnte entscheidend sein. Du und dein blöder Psy-Strahl mit deinen Ringelingelinge. If you like it, you should put a ring on it. Ah, Jesus. Och, Jesus, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was ist, wenn ich es einfach... Ich habe genug Supertränke. Was ist, wenn ich mich einfach hier jetzt querstelle und warte, bis ihr Gesamt ihm auch den Rest Lebenskraft ausgesaugt hat? Weil wie ihr seht, sie heilt ihr Pokémon nicht mehr. Oder? Ja, sie tut es nicht mehr heilen. Das heißt, Son Goku muss einfach nur noch durchstehen. Komm schon, Son Goku. Du bist mein Fels in der Brandung. Bitte. Halte durch. Das ist zwar jetzt ein bisschen billig, aber hey. Wenn sie hier fies spielen will, dann kann ich genauso viel spielen. Jawohl. Was das fies spielen angeht, darin bin ich ein kleiner Experte. Dr. Krebel war mein Vorbild, Obala. Entschuldigung, nur Mikrofon, ich wollte dich nicht hauen. Ich hau doch keine Mikrofone. Warum setzt du bitte Spukball gegen einen Kampf-Pokémon ein? Warum nicht einen Psy-Strahl? Bist du etwa... Und das war's gewesen. Boom, Son Goku, hier die feste Nummer 1. Mit einem KP hat es überstanden und dann hier den Rest sich herangegriffen. Und der Sieg ist nun auch mein. Und nur noch 7 Level und die Entwicklung steht vor der Türe. Folterknecht.
Ein Gegner kann eine Attacke nicht zweimal hintereinander ausführen. Ha! Das klingt eigentlich gar nicht mal schlecht. Hm, und anstatt Knut würde ich dir ja dann eben Dunkelklau geben. Das ist eine gute Idee, Joe. Warum redest du so komisch? Ich liebe diese Stimme. Warum heiratest du sie nicht? Das habe ich schon getan. Jaha! Entschuldigung, da war ein kleines Gespenst in mir gewesen. Du bist enorm stark. Das beweist meine jämmerliche Niederlage. Ich bin verblüfft. Du bist sehr, sehr stark. Und deine Pokémon sind auch so stark. Das ist ein einziger Satz, der normal geschrieben ist. Deine Stärke ist eine große Wunde. Ich werde gebannt dir diese Orden. Lamina gab Jovo den Reliktorden. Los, Jovo der Zukunft. Spiele ein den Orden. Mit diesem Orden, du kannst deine Sitzhünde versteckte Maschine auflocken, außerhalb von einem Kampf. Und ich gebe dir noch eine technische Maschine. Ach, technische Maschine ist jetzt kein R drin. Bestimmt die erst Verwendung. Da warte hier dieses Quillequalle. Also. Diese Team 65 enthält. Ach, nicht Dunkelklau. Es ist die Dunkelklau, nicht die Dunkelklaue. Diese Attacke ist wie Surprise. Sehr üff, du möchtest voll treffen. Und was sagst du doch? Du hast schon 3 Odin. Da schluss ich auf. Aber vergiss nicht einer Ding, es gibt viele andere Trainer, starke Trainer, es gibt davon noch einige in Sinnoh. Abgetötet und ziemlich dünne Kräfte. Alter, mir tut der Mund wie weich das. Die Ösen essen Ös hier vor musste. Ich bin müde. So. Sofort die Attacke beigebracht. Da ich nämlich weiß, dass ich sie meinem Punkt, dass ich sie so gut beibringen werde, auf jeden Fall. Jawohl. Es ist auch eines meiner einzigen Pokémon. Ich könnte Charon beibringen, aber Sunku hat mehr davon, wenn es nämlich gegen, wie gesagt, Psycho-Pokémon antretet. Dunkelklau erlernen, ja bitte. Welche Attacke soll ersetzt werden? Und zwar. Es ist ja. Weg der Fliege. Tempohieb? Ne, Klut? Ja, schon, Klut. Oder. Ich glaube, das mit Folterknecht könnte mir helfen. Es könnte mir irgendwann später nochmal hilflich sein. Daher sollte ich ihm diese Attacke lassen. Dunkelklaue. So, weil wie man hier seht, sein Spezialangriff ist. Oh, sein Spezialangriff ist ein bisschen besser. Naja. Das ändert sich vielleicht später noch. Lass ich die oder lass ich so? So sieht fein aus. Okay. Gut, also Pokémon Heil. No, Moment, was willst du mir denn sagen? Oh, Jovo, du hast die Arena Latin besiegt. Du wirst von Tag zu Tag stärker und es ist kein Ende in Sicht. Zumindest sehe ich das. Sehe ich das so. Da sage ich jedem hier. Ich hoffe, du weißt das. Na, ist zumindest ehrlich. Nicht, dass ich irgendwie sein Liebling bin. Nein. Er gibt jedem diese frohen, fröhlichen Worte. So, und jetzt, wo ich den Arena-Orden habe, wir werden uns ihn gleich anschauen, kann ich auch endlich die beiden Wege weitergehen. Und nun muss ich mich erinnern, welcher Weg wohin führt. Also der nach rechts würde, glaube ich, nach Schleide gehen. Ich habe hier eine Karte. Bin ich blöd? Ich schaue einfach auf die liebe Karte und dann sehe ich es schon. So. Wo habe ich den Orden? Moment. Klappen wir mal auf. Hahaha. Ui. Dann merkt man, wie lange ich nicht mehr gespielt habe. So. Oh, der schöne Reliktorden. Oh, ist das nicht schön? Ich finde es interessant, warum das jetzt der dritte Arena-Orden eigentlich jetzt an fünfter Stelle ist. Okay, beiseite. Tagebuch. Einsetzen. Oh, da steht sogar was. Also, das steht. Ja, ich kann nicht weiter drücken. Achso, ich muss hier drücken. Oder? Nein, doch nicht? Nee? Nö? Nein? Was? Interessant. Mal sehen, wo geht's denn hier lang? Also nach rechts würde es nach Torstu gehen. Aha. Da wäre Schleide. Hier könnte ich mir einen Hundnuster fangen. Oder ich gehe nach unten. Rot 112. Weidebock. Oh, dort würde ich, glaube ich, das Item finden, was ich für das Pokémon brauche. Das interessiert mich eigentlich schon eher, da runter zu gehen.
Okay, gut, gut. Der Weg ist gewählt. Wir gehen nach, Moment. Nach Süden. Wir gehen nach Süden, meine Lieben. Ich musste gerade natürlich den kleinen Spruch hier aufsagen. Nie ohne Seife waschen. So merke ich mir nämlich die Richtung. Ach so. Ihr reportiert hier noch. So, ich kann ja so gar nicht durch. Ich muss nach Schleide gehen. Nach Dungeon, jetzt haben wir hier die. Und es wird Abend. Es wird Abend, meine Lieben. So, jetzt darf ich hier endlich durch. Dankeschön. Ah, super. Na dann. Stimmt ja. Wir treffen auf unseren Rivalen, der liebe Simon, der guten Doch. Wow. Tada! Hast du mich schon wieder warten lassen, Jovo? Wer ist inzwischen stärker? Du oder ich? Wir finden das jetzt sofort heraus. Hey, du bist jetzt ein Trainer, also musst du immer mit deinem Kampf rechnen. Kein Jammern, kein Zögern. Und los geht's. Zum Glück habe ich meine Pokémon geheilt. Ich achte auf meine Pokémon und ich kann mich selbst nicht mehr daran erinnern, wann, wo der Rivale auftaucht. Natürlich, er hat auch ein Starravier. Und es ist leider im Vorder gegenüber meinem Sohn Gugu, denn ich sehe ein Flug-Pokémon. Daher schnell gewechselt. Ich nehme mich mit meinem Elektro-Pokémon. Warum habe ich jetzt mein eigenes Staravia ausgewählt? Bin ich blöd? Ich möchte sehen, welches es ist. Sie haben sogar den gleichen Level. Es sind beide Männchen. Wer ist der Stärkere? Finden wir es hier und jetzt heraus. Aha, nur mit Doppelteam fängst du an. Okay, okay. Dann mache ich ja einmal Ruckzuckihieb. Also ganz ehrlich, für den Ruckzuckihieb finde ich den Angriff eher langsam. Und noch einmal Doppelteam. Ich sehe doppelt, ich habe einen Knick in der Optik. Nein, das liegt nur in deinem Pokémon, da ist wohl die Muxer-Version an. Oh ja, ich kann auch fies sein. Du bist fies? Autsch. Oh, du dreckiger Schuft, ich schlag zurück. Ah, die Attacke ging daneben. Noch einmal, probier's. Autsch. Das war der zweite Flügel. Komm schon, greif an. Tatam. Jawohl, sehr schön. Oh, nice. Und rock zum Keep. Attacke ging aber daneben. Oh, ich finde die Musik vom Rivalen so gut. Keine Ahnung, es erinnert mich an irgendein Spiel. Nur an was? Ich weiß es nicht. Komm schon, triff ihn, denn der letzte Schlag gehört dir. Ach nö, sein Pokémon ist schneller. Was soll denn das denn? Was soll das denn? Okay, jetzt aber Sunnyflare. Ja, haha. So. Einfach nur ein Biss. Los. Ja, natürlich hat er seinen Pokémon auch eine Situation gegeben. Komm schon. Das. Alter Falter. Nein, bitte. Ach komm, weil. Wirklich, weil er jetzt zweimal Doppelteam eingesetzt hat? Das geht doch nicht. Ich werde jetzt nicht mit dem Staravia sterben, nur leider. Sterben, besiegt werden, aber. Die drei Pokémon sind nicht gut gegen Flug-Pokémon. Da hätte ich lieber auf eine gute Mischung aufpassen sollen. Und Chargon? Los, Drachenwut. Chargon, wenn du das überlebst, ja, kriegst du sehr viele RP. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Dankeschön. Okay, stimmt. Lancelot kann ich auch gegen sein Oblibrin einsetzen, aber das kann auch eine Flugattacke erlernen. Bonita? Bonita? Aha. Okay. Und den Leber möchte ich mir lieber aufheben. Alter, ich habe hier eine Fliege im Zimmer, die ist gerade am Bildschirm von Ari geflogen. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich krieg dich wohl. Ich krieg da sowas von. Dann schauen wir uns mal die neue Attacke an. Dunkelglaue. Quatsching. Ja, das macht gut Schaden, das machst du wirklich gut Schaden. Oh ja. Oh, das gefällt mir. Los, schlitz sie mehr auf. Heute gibt's ja Ponita-Kebab. Hoho. So. Und Blibrin. Pokémon wechseln. Na, hoffentlich hält Lancelot was aus. Ja, ja, verbeuge dich vor deinem Gegner. Oh, oh. Zu Füßen wird er dir liegen. Oh ja. Was denn, was denn, was denn? Okay, am besten. Megasauger. Das bringt leider nichts, weil die Attacken, die Lancelot beherrscht, sind alle Spezialattacken. Das heißt, auch wenn du meinen Angriff verringerst, das bringt dir nichts. Oho, hoho. Wurde denn hier abgeschaut? Level 27, eieie. Natürlich, da kam der Schnabel. Haha, Giftdorn, mein Lieber, du bist vergiftet. Tja,
Wer mit den Pflanzen spielt, der muss auf Dornen aufpassen. Jawohl, und... yummy. Wird durch Gift verletzt, na, das gefällt mir gut. So ein bisschen Zauberblatt. Lass dich verzaubern von meinen Blättern. Damit sie dich bedecken und ich dich erschlagen kann. Ist im Grunde wie eine stärkere Version von Rasierbad. Halleluja, Lancelot. Du überraschst mich. Du hast ja einen Platz wirklich verdient in meinem Team. Oh, Level 24, nicht? Oh, sehr schön. Oh, yeah. Und er hat auch... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er eine Roselia hatte. Aber hey. Jetzt haben wir sogar zwei Pokémon gemeinsam. Tja, Simon und ich, wir mischen etwas gute Pokémon sehen. So. Und du musst jetzt auch mal was Neues lernen. Energiefokus erstmal hier. Ein bisschen aufpumpen, das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Volltreffers. Ging daneben. Nun leg dich schlafen, ein kleines Lullaby. Wie singt er? Er kann seine Arme wie eine Geige benutzen. Das habe ich im Anime gesehen und es macht auch Sinn. Oh, er schläft tief und fest. Erschlagen wir's. Das stimmt ja, der Schaden wird ja... Oh, Volltreffer. Energiefokus hat funktioniert. Da ist ja ein Käfer. Ein Giftpflanzenbonus wird dann Schaden normal gesetzt. Weil eigentlich wäre es effektiv gegen Pflanzen, aber nicht so effektiv gegenüber Gift-Pokémon. Jawoll! Sieg auf ganzer Linie! Was? Du willst mir weiß machen, dass ich verloren habe? Ich habe gedacht, Gramalat entwickelt sich erst später. Oh, das ist ja grandios für diesen Part. Alter, ich spüre es immer. Wann immer ich Pokémon spiele, ich bin so richtig mitten dabei. Pokémon ist mein Spiel. Jo, was wie, wo andere Tetris und Zelda, Legend of Zelda feiern, da bin ich der Pokémon-Fanatiker. Lalalala, Knacksel. Lernt auch eine neue Attacke? Leider nein, noch nicht. Was soll das heißen? Ich habe wieder verloren. Ich habe mir noch eine absolut sichere Strategie zurechtgelegt. Hey, Jovo, sag mal. Erinnerst du dich an die Strategie? Jeder deiner Treffer muss sitzen. Lass ihn vom Gegner erwischen. Das war eine abgefahrene Strategie. Aber sie ist keinen roten Heller wert. Schätze, ich muss jetzt mehr Einsatz zeigen und das Team richtig aufbauen. Naja, ja dann versichere ich mich mal nach Trost, du. Wieder uns schon, Jovo. Und das nächste Mal kippst du aus den Latschen, wenn du siehst, wie ich mich entwickelt habe. Cheerio! Oh je. Egal, was er nimmt, nimm weniger davon. Oder mehr, je nachdem. Da vorne steht eine zerborstene Steinsäule. Dass das so ist, ich bin da so neugierig. Ja, das habe ich nämlich vergessen. Auf der zuvorigen Route kriegen wir von einer Person den Spirit Can. Wenn wir, glaube ich, mit 30 Leuten im Untergrund reden und diesen Spirit Can an diese Säule bringen, erscheint ein Pokémon namens Kribok. Ein Unlichtgeist-Pokémon. Was da in dem Sinne gut ist, weil Geist-Unlicht-Pokémon haben zu dem Zeitpunkt der Pokémon-Spiele keine Schwächen, so wie zu Beerus. Glaube ich zumindest, oder nur wenig Schwächen und deshalb hat auch Cynthia die Champion ein Kribok. Leider kann ich mir das nie holen. Ich habe das aber auch nur rausgefunden, weil ich das im Internet nachgeschaut habe. Okay, meine Damen und Herren, schauen wir uns noch die neue Route an. Und dann würde ich sagen, beende ich da den Part und dann geht's in der Fortsetzung weiter. Heute sogar mal mit untergehender Sonne. Reit mir in den Sonnenuntergang. Jip, jip, ja, jay. Die Route 209. Ja, so sieht sie aus. Und der erste Trainer ist schon da. Lass mich mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Na gut, machen wir noch den Kampf und dann beende ich den Part. Ach, wie schön sich hier die Umgebung ändert, passend zu der Tageszeit. Auch ein kleines Knospi. Ach, ist das nicht süß. Ich wollte mir sowieso einen Salat machen. Klar, die ist ja gesund. Los hier, Flammrad. Schön plattgewalzt und zerpflückt. Nom, nom, nom. Dann dazu noch ein schönes Dressing. Vielleicht ein paar kleine Tomaten. Oder einfach nur so. Ein bisschen Öl, ein bisschen Wasser, ein bisschen Gewürze. Oh yeah, das gibt einen schönen Salat. Ich mag ja Salat. Also besonders aber eben als Beilage. So zum Beispiel zu Kroketten. Nom, nom, nom. Evoli? Evoli ist ein Normaltyp. Das heißt, Kampfattacken sind sehr effektiv. Ja. Dadurch, dass ich jetzt auch ihm eine Geisterattacke beigebracht habe, erhöht sich immer mehr die Vielfalt der Attacken, die Son Goku einsetzen kann. So wie auch im Anime mit seinem Namensvetter.
immer zu passenden Gegnern die passende Attacke. Und ich merke, ich bin so aufgeregt, meine Nase leuchtet. Ja, wo läuft sie hin? Nach Barcelona, dort ist sie schon warm. Eieiei, was setzt er jetzt ein? Ich habe nicht aufgepasst. Ach, Mobile. Die Babyform von Mogelbaum, das sieht man da aber auch. Mogelbaum und Bonsai. Ich war ein Steintyp. Ich kann Pflanzentyp. Los. Hau ihn klein zu kleinen Brüseln. Autschi, bautschi. Mit meinem Dickschädel mache ich die Steine hier sowas von fertig. Danach habe ich zwar Kopfschmerzen, aber naja. Wofür setzt man nicht alles seinen Körper ein? Also, das nicht jetzt falsch verstehen. Und ein Pichu. Ein Pichu. Ach, wie süß. Ein kleiner Furz. ein kleiner Elektrofurz. Hallo. Eine Fußsuppe. Das war fies, tut mir leid. Weißt, Charon ist ein Knackel, what the hell? Sehr gut, deine Pokémon sind in tadellosem Zustand. Du hast nur eins gesehen, aber dankeschön für das Kompliment. Du gibst deinen Pokémon viel Zuneigung. Das ist nicht schwer zu erkennen. Aber ja, schauen wir uns doch das mal an. Knackel. Okay, Initiative stark gestiegen. Verteidigung und Angriff auch, das ist sehr gut. Gut, meine Damen und Herren, die Arena ist geschafft. Der Rivale ist wieder mal besiegt und mein Kaumalat hat sich weiterentwickelt. Das sind doch schöne Fortschritte. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Pokémon Platin gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Bis dahin, ihr 93 Chofu. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.